Ein BMX-Spiel mit einer gehörigen Portion Erotik, schwarzem Humor und zotigen Sprüchen, das war dem Radprofi Dave Mirra dann doch etwas zu schlüpfrig. Er zog seinen Namen von dem Spiel zurück. Jetzt heißt es nur noch BMX Triple X. Die Steuerung orientiert sich dennoch weiterhin am Vorgänger, der ja durchaus gelungen war. In den neuen Levels geht es nur eben etwas härter zur Sache. Wer die Aufträge erfolgreich absolviert, erhält dann Kleingeld für eine Peepshow, in der 16 verschiedene erotische Videosequenzen zu sehen sind. In den USA wird das Spiel am 4. November erwartet. Eine ernsthafte Sportart humorvoll präsentiert. Was bei BMX Triple X funktioniert, klappt auch bei Sega Soccer Slam ganz gut. Das Spiel ist in den USA ursprünglich auf dem GameCube erschienen und einer der seltenen Vertreter des Fun-Fußball-Genres. Fairness-Regeln gibt es nicht. Alles ist erlaubt. Treten, schlagen, über den Haufen rennen und natürlich Tore schießen. A victory for me is a victory for Russia. Als Einzelspieler hat man dabei schnell alles freigespielt. Doch die Stärke des Spiels liegt sicherlich im Mehrspielermodus. Erscheinen soll der Titel in Deutschland Ende Oktober. Trotzdem hatten wir vor Redaktionsschluss noch keine PS2-Version zur Verfügung. Die Bilder, die Sie hier sehen, stammen deshalb vom GameCube. Das beste Dreamcast-Tennis hatte in den Staaten jetzt auch auf der PlayStation 2 sein Debüt. Sega Sports Tennis, hierzulande bekannt als Virtua Tennis, besticht vor allem durch seine intuitive Steuerung. Mit einem von 16 Tennisprofis können Sie in 3 Spielmodi den Ball hinterherjagen. Bei der World Tour bauen Sie zum Beispiel einen Spieler vom Amateur zum Profi auf, trainieren ihn in 8 Minispielen und nehmen an Turnieren teil, um die Weltrangliste nach oben zu klettern. Die Dynasty Warriors-Serie geht weiter, was angesichts des Erfolges sowohl in Japan als auch bei uns nicht weiter verwundert. Vor kurzem erschien in Japan diese Erweiterung zu Shin Sangoku Musou 2, bei uns bekannt als Dynasty Warriors 3. Abgesehen von neuen Generälen und Missionen hat sich aber gar nicht so viel getan. Die gewohnt beeindruckenden Gegnermassen werden wie schon beim ersten PS2-Spiel der Serie mit starkem Nebel erkauft. Wer den Vorgänger besitzt, kann die neuen Features von Moshoden übrigens auch bei den alten Szenarios nutzen. Ebenfalls mittlerweile erhältlich ist der Nachfolger des PS1-Spiels Hoshin Engi, genannt Fengshen Yanyi. Das ist zur Abwechslung mal nicht japanisch, sondern chinesisch, basiert die Story des Spiels doch auf einem alten chinesischen Märchen. Der Titel selbst ist ein recht lineares Rollenspiel, das vor allem durch seine actionreichen und effektvollen Kampfsequenzen aus der Masse hervorsticht. Auch in diesem Jahr lässt Electronic Arts seinen Superagenten einfliegen. In 007 Nightfire müssen sie mit keinem Geringeren als James Bond die Welt von dem Oberschurken Drake befreien, dessen Handlanger aus dem Weg räumen und die holde Weiblichkeit um den kleinen Finger wickeln. Für Bond sicherlich kein Problem. Die Missionen sind wie schon in Agent im Kreuzfeuer unterteilt. Die bekannten Ego-Shooter-Abschnitte wechseln mit wilden Verfolgungsjagden und harten Ballerfahrten. Während Sie bei letzteren lediglich die Geschütze von fahrenden Schneemobilen oder Panzerwagen kontrollieren, sitzen Sie bei den Verfolgungsjagden am Steuer Ihres Bond-Mobils und attackieren die Bösewichte mit Raketen und MG.
Neben zahlreichen Bleispuckern hat 007 natürlich auch die vielseitigen Q-Gadgets unter dem Smoking. So ist in ihrer Brille ein Nachtsichtgerät und in ihrer Uhr ein Impulsstrahl eingebaut, mit dem sich die Gegner ins Reich der Träume schicken lassen. Man kann sich also wieder auf ein abwechslungsreiches Gameplay und sicherlich auch auf ein großes Effektspektakel freuen. THQs Muskelprotze sind wieder da. Mit Shut Your Mouth schickt sich der Publisher an, die recht gute Smackdown-Serie noch weiter zu verbessern. Im Vorgänger standen der tollen Präsentation und den vielen Spielmodi eine eher durchschnittliche Grafik und ein zu kurzer Story-Modus gegenüber. Doch jetzt räumt THQ in und neben dem Ring mit den meisten Schwächen auf. Grundsätzlich spielt sich der Titel ähnlich wie das erste PS2 Smackdown Just Bring It, wobei die Verwendung von Gegenständen jetzt wesentlich leichter von der Hand geht. Die Waffen werden bei speziellen Moves mit eingebunden. So ist es interessant mit anzusehen, was man zum Beispiel mit einem Stuhl so alles anstellen kann. Außerdem können die Wrestler im neuen Smackdown die Polsterung in der Ringecke entfernen und die Resistenz des Pfeilers mit dem Kopf des Rivalen testen. Auch grafisch hat sich bei THQs Wrestling-Spross einiges getan. Die Gesichter und Haare der Kämpfer sehen jetzt authentischer aus und ihre Körper sind weniger kantig. Das Publikum macht dagegen immer noch nicht viel her. Zwar besteht die erste Reihe inzwischen aus 3D-Fans, doch diese sollen wohl nur die mitgebrachten Pappkameraden verdecken. Außerdem unterbindet THQ ab sofort jedes Bad in der Menge. Das neue WWE Smackdown scheint den Vorgänger aber auf jeden Fall zu übertreffen. Ein karriereähnlicher Saisonmodus ersetzt zudem das Story-Pendant des ersten PS2-Ablegers. In der uns vorliegenden Version konnten wir allerdings nur 2 Modi und 6 Wrestler anwählen. Nichtsdestotrotz, wir wollen schon jetzt noch mehr Prügel. Ein Jump-and-Run-Veteran als Actionheld, das scheint Ubisofts Vision für Rayman 3 zu sein. Im neuesten Ableger der erfolgreichen Serie müssen sie sich nämlich unter anderem mit Faustgeschossen und Riesenkanone die bösartigen Hoodlums vom Leib halten. Von den typischen Sprung- und Kletterpassagen haben wir bis jetzt noch nicht viel gesehen. Die Story passt allerdings ins Rayman-Universum wie die Faust aufs Auge. Als eines Tages ein friedliches Glühwürmchen vor Erbitterung schwarz anläuft, kommt es zu einer fatalen Kettenreaktion. Die dunkle Seuche breitet sich rasend schnell unter den Lams aus. Fortan beschließen sie, ihre Boshaftigkeit bis in den Kern der Welt zu tragen. Doch dazu müssen sie erstmal an den mutigen Rayman vorbei. In den schrägen Cartoon-Welten geht es im Lauf des Spiels ganz schön zur Sache. Da nehmen sie in einem Düsen-U-Boot Platz, steigen auf ein Snowboard oder benutzen einen Superpropeller, um bei ihrem Feldzug gegen die Hoodlums voranzukommen. Zudem haben es eine Sumpfhexe und ein besessener Jäger auf sie abgesehen. Raymans Abenteuer versprechen also wieder sehr abwechslungsreich zu werden. Die Animationen sind super witzig und die putzigen Levels machen den ebenso fantasievollen Vorgängern schon jetzt alle Ehre. You don't need to hide. I'll get you just the same. Souls, come unto me. Cool. Hey! Die!
Schluss mit vergleichsweise softer Prügel- und Kampf-Action à la Karate Kid. Knallharte Beat'em-up-Veteranen greifen bald zu den Waffen. In Soul Calibur 2 lässt sie Namco mit Äxten, Stäben und verschiedenen Schwertern auf die Konkurrenten losgehen. Wir zeigen Ihnen nun exklusives Material der Spielhallenversion. Im Vergleich zum Dreamcast-Vorgänger hat Namco in Soul Calibur 2 4 neue Charaktere eingebaut, die jeweils über individuelle Kampfstile und Waffen verfügen. Zudem haben die Entwickler am Design der stimmungsvollen Arenen gefeilt. So können sie die Rivalen nun beispielsweise gegen Wände schleudern oder gleich ganz aus dem Ring werfen. Damit sie nicht selbst eine unfreiwillige Flugstunde nehmen müssen, wurde in Soul Calibur 2 das Blocksystem vereinfacht. Die Verteidigung lässt sich dann nur mit Anwendung des sogenannten Soul Charge durchbrechen. Diese Energieleiste ermöglicht schnelle und wirkungsvolle Schläge, die vor allem bei voller Power in beeindruckenden Kombos gipfeln. Da tut fast schon das Zusehen weh. An Spielmodi hat der Titel unter anderem einen Time-Attack und einen Survival-Mode zu bieten, bei denen man sich Passwörter für Namcos Online-Rangliste erkämpfen kann. Bis dahin müssen sich PS2-Besitzer allerdings noch etwas gedulden. Auf der Sony-Konsole trifft man die Schwertkämpfer erst im nächsten Jahr an. Tausende Trendsportfans stellen sich im Moment eine Frage. Ist Aggressive Inline besser als Tony Hawk's Pro Skater? Zwar gibt es darauf keine eindeutige Antwort, doch immerhin, der Fehdehandschuh ist geworfen. Neversoft, die Entwickler der Skateboard-Referenz, nehmen die Herausforderung gerne an. Der vierte Teil bietet nicht nur neue Levels, einige neue Tricks und Outfits, auch der Karrieremodus ist komplett überarbeitet. Die Entwickler haben sich dabei eine Scheibe von Aggressive Inline abgeschnitten. Das Zeitlimit gehört jetzt der Vergangenheit an. Sie skaten einfach durch die Gegend, bis sie sich fit genug für diverse Challenges fühlen. Dann fragen sie einen Passanten, der ihnen eine Aufgabe stellt. Die sind teilweise ähnlich gestaltet wie bei den Vorgängern. Sie müssen die Buchstaben des Wortes Skate einsammeln, eine bestimmte Punktzahl erreichen oder einen speziellen Trick vorführen. Für einige der Herausforderungen haben sich die Tony-Macher aber auch etwas Neues einfallen lassen. Da sollen sie zum Beispiel ein Rennen gegen einen Inline-Skater gewinnen, Kollegen vor der Polizei warnen oder ein Auto verfolgen. Für die letztere Aufgabe hilft einer der neuen Tricks, das Skitching. Damit können sie sich an Autos hängen und sich von denen ziehen lassen. Die zwei Levels, die wir bis jetzt spielen konnten, machten auf jeden Fall eines deutlich. Auch wenn das Spiel im momentanen Entwicklungsstadium manchmal noch etwas ruckelt, wird sich Tony Hawk nicht so leicht von der Trendsportspitze verdrängen lassen. Welch eine Wiederauferstehung! Seit 1936 gilt der tasmanische Tiger als ausgerottet. Jetzt haucht ihm Electronic Arts virtuelles Leben ein. Das Ergebnis ist der Jump-and-Run-Held Tai, der ganz Australien abklappert, um seine Freunde zu retten. Auf den ersten Blick ist Tai the Tasmanian Tiger ein Kinderspiel. Vorgegeben ist ein primäres Ziel, das auf einem sehr linearen Weg zu erreichen ist. Auf dieser Reise stellen sich dem Helden leicht zu besiegende Gegner in den Weg. Die Geschicklichkeitseinlagen sind ebenfalls kein Problem. Wer jedoch einen zweiten Blick riskiert, kommt so schnell nicht mehr von dem Spiel los. Eine ganze Reihe schwer zu lösender Nebenaufgaben sind in den Umgebungen verteilt. Da soll Tai etwa Wettrennen gewinnen oder gut versteckte Opale finden. Um wirklich alles in einem Level zu finden, muss man mindestens einmal wiederkommen. Wie es sich für einen Australier gehört, wehrt sich Tai mit Boomerangs gegen seine Feinde.
Im Verlauf des Spiels bekommt er spezielle Modelle, die zum Beispiel unter Wasser funktionieren oder einen Zoom eingebaut haben. Wenn die Boomerangs gerade mal in der Luft sind, kann sich das pfiffige Beuteltier zudem mit seinem kräftigen Gebiss verteidigen. Das ist beispielsweise auch hilfreich, um Kisten voller Opale zu knacken. Grafisch verwöhnt das australische Entwicklerteam Chrome Studios sicherlich eher die Kinderaugen. Eine bunte australische Tierwelt bevölkert ein ebenso farbiges Outback. Mit humorvollen, cartoonartigen Animationen und teilweise anspruchsvollem Gameplay können Tai und seine Freunde aber sicherlich auch die Erwachsenenherzen erobern. Der Comic-Look breitet sich gerade mehr und mehr auf der PlayStation 2 aus. Jetzt hat er auch die Rennsimulationen erreicht. Mit Automodelista bringt Capcom das erste ernsthafte Autorennen heraus, das poppig bunt daherkommt. Echten Rennspielfans mag das suspekt vorkommen, doch die können ganz beruhigt sein. Automodelista ist ein ordentliches Spiel. Städte, Berge und Rennkurse sind die Schauplätze üblicher Spielmodi wie Arcade, Zweispieler oder Garage Life. In diesem Karrieremodus soll der Spieler Rennserien gewinnen und mit den Preisen sein Auto tunen, um an der nächsten Serie teilzunehmen. Wer schon einmal ein Rennspiel gespielt hat, wird mit dem Siegen kaum Probleme bekommen. Das Fahrverhalten der Boliden ist einigermaßen realistisch und gut zu meistern. Mit der Handbremse geht es rasant durch Serpentinen. Ansonsten sollte man die Kurven richtig anfahren und anbremsen. Die Lenkung verzeiht aber auch kleine Fehler. Automodelista ist also ein Autorennen wie jedes andere auch, nur mit ungewöhnlicher Optik. Die lizenzierten Autos sind knallig bunt und mit Cel-Shading auf Cartoon getrimmt. Die Effekte könnten ebenfalls aus einem Zeichentrickfilm stammen. Bei Kollisionen schlägt es Funken, aus Auspuffen spritzen Stichflammen und der Wind weht einem als weißer Strich entgegen. Wäre da nicht ein teilweise extremes Kantenflimmern, würde dieser Titel grafisch Maßstäbe setzen. Zeit ist Geld. Nach dieser Devise funktioniert das Rennspiel Shox. Die Stoppuhr ist deshalb nicht mehr wichtig für den Erfolg. Entscheidend ist das Portemonnaie. Auf den 24 Rallye-Kursen liegt der Schotter auf der Straße. Und das auch im übertragenen Sinne. Bei jedem gelungenen Sprung, bei hohen Geschwindigkeiten und natürlich bei Siegen füllt sich Ihr Konto auf. Und mit dickem Bankkonto können Sie letztendlich neue Autos erwerben. Allerdings nicht auf konventionelle Weise. Sie spielen vielmehr darum. Wenn Sie einen neuen Boliden haben wollen, müssen Sie erst ein kurzes Rennen gegen das Objekt der Begierde gewinnen. Verlieren Sie es, ist der vorher gezahlte Einsatz weg. Die Steuerung ist so unkompliziert, dass Sie schon nach kürzester Zeit professionell durch die Kurven driften. Das Herzstück der Strecken sind aber die Shox Zones, kurze Rennabschnitte, die Sie in einer bestimmten Zeit schaffen sollen. Gelingt das dreimal hintereinander, entsteht eine Shox Wave, die vor dem Auto ansehnliche optische Effekte verursacht. Je länger Sie direkt dahinter bleiben, desto mehr Geld fließt aufs Konto. Shox ist zwar ein Arcade-Racer mit eingängiger Steuerung, einfach ist es deswegen aber noch lange nicht. Das Zeitlimit in den Shox Zones ist meist so beschränkt, dass man sich keinen Fahrfehler erlauben darf. Außerdem sind die Strecken kurvenreich und teilweise sehr anspruchsvoll. Wer ein klein wenig Training investiert, bekommt jedoch eine Menge Fahrspaß dafür. Abwechslungsreiche Kurse, rasante Rennen und originelle Einfälle machen dieses Spiel zum Hit.
Einen richtigen Surfknaller gibt es bisher ja noch nicht für die PlayStation 2. Was bis jetzt in diesem Feld erschienen ist, säuft eher im Mittelfeld ab. Da müssen wohl erst die Trendsport-Gurus von Activisions O2-Label kommen, um die Schaumkrone des Genres zu erobern. Bei Kelly Slaters Pro Surfer haben die Entwickler die genretypischen Probleme einfach umsurft. Im Gegensatz zu Skateboard-Spielen ist beispielsweise die Gestaltungsfreiheit bei den Umgebungen sehr eingeschränkt. Wasser sieht eben immer ähnlich aus und Hindernisse lassen sich kaum einbauen. Im Activisions Surf-Spiel sind die Levels dennoch sehr unterschiedlich. Zum einen ist keine Welle wie die andere und man muss sich jedes Mal neu auf die Gegebenheiten einstellen. Zum anderen sorgen im Karrieremodus die vielseitigen Levelziele für Abwechslung. Da geht es nicht nur darum, möglichst viele Punkte zu erzielen oder besondere Tricks hinzulegen. Manchmal sollen die Surfer auch ahnungslose Sonnenbadende nass spritzen oder über Schildkröten springen. Auch grafisch gibt es wenig zu klagen. Klar, Wasser ist Wasser. So gut sah es auf der PlayStation 2 allerdings noch selten aus. Transparent, spiegelnd, schäumend, nass. In der Antarktis wirkt es sogar tatsächlich kälter als im mondbeschienenen Australien. Genauso lebendig sind die hervorragend animierten Surfer, die realen Profisportlern nachempfunden sind. Fans des Wellenreitens können also aufatmen. Endlich gibt es ein mehr als anständiges Surfspiel für die Sony-Konsole. Da läuft man nichtsahnend durch den Dschungel und schwupps wird man von einem Dinosaurier angefallen. Was manch Junge nach Jurassic Park nur in seinen Albträumen erlebte, wird für den Indianer Telsat in Turok Evolution zur Realität. Während einer Schlacht gegen die weißen Einwanderer fällt der tapfere Krieger in eine Erdspalte. Plötzlich findet er sich im sogenannten verlorenen Land wieder und bekommt es gleich mit den nächsten Tyrannen zu tun. So viel zu dem Teil des Spiels, der sicherlich die wenigsten interessieren wird, der Story. Denn fortan gilt nur noch eines, Dinos töten. Die sind nämlich ziemlich aggressiv und ebenso wie die bewaffneten Echsensoldaten gefährliche Gegner. Letztere stellen sich gar nicht so blöd an und verfügen meist über eine so starke Panzerung, dass man schon tief in die Waffenkiste greifen muss, um die Störenfriede aus dem Weg zu räumen. Anstelle eines reinen Ego-Shooters bringt Acclaim mit Turok Evolution einen sehr vielseitigen Action-Titel heraus. So müssen Sie beispielsweise in reinen Schleichmissionen nur mit Pfeil und Bogen bewaffnet in eine gegnerische Basis eindringen oder in Flugpassagen feindliche Panzer und Stützpunkte ausschalten. Der Schwierigkeitsgrad nimmt dabei im Lauf des Spiels so stark zu, dass Shooter-Neulinge schnell verzweifeln werden. Die Umgebungen in Turok Evolution sind allesamt sehr lebhaft gestaltet, wobei die recht unspektakulären Effekte und die niedrig aufgelösten Texturen nicht wirklich begeistern können. Witzige Ideen wie angreifende Steinstatuen lenken zudem nicht von dem geradlinigen und gelegentlich langweiligen Leveldesign ab. Ein motivierender Dino-Shooter ist Turok jedoch allemal. Wer genug von stupider Splatter-Action hat, wird seit einigen Monaten gespannt auf Commandos 2 warten. In dem Eidos-Titel geht es einerseits zwar heftig zur Sache, andererseits stellt er aber hohe Ansprüche an ihr taktisches Geschick. Ihre sechsköpfige Elite-Truppe wird vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs mit Sabotageakten, Spionagemissionen oder Gefangenenbefreiung betraut. Da jeder Charakter über spezielle Fähigkeiten verfügt, kommt es dabei vor allem auf perfektes Teamwork an.
Ob Scharfschütze, Einzelkämpfer oder Sprengstoffexperte, sie können auf keinen ihrer Männer verzichten. Die Übermacht an feindlichen Soldaten und deren intelligentes Verhalten machen die Aufträge oft zu einem Himmelfahrtskommando. Wenn sie entdeckt werden, wird in den meisten Fällen umgehend Alarm ausgelöst und ihre Mission ist quasi gescheitert. Deswegen schwimmen, hangeln und kriechen sie durch feindliche Stützpunkte und versuchen, den Sichtkegeln der Wachen fernzubleiben. In Gebäude können sie zunächst hineinspähen, bevor sie die Räume betreten. Kommt es dennoch zu einem Gefecht, sollten sie die getöteten Soldaten verstecken, auch wenn sich diese des Jugendschutzes wegen in Sandsäcke verwandeln. Das Spielkonzept ist sehr interessant und die Missionen sind extrem spannend. Leider kann die unspektakuläre Grafik nicht wirklich überzeugen und lange Ladezeiten trüben den Tüftelspaß. Die größte Schwäche des Spiels ist aber ganz klar die überbelegte Steuerung, durch die man in stressigen Situationen schnell selbst zu einem leblosen Sandsack wird. Ich verstecke dieses Band, wenn ich fertig bin. Für die Nachwelt, falls wir es nicht schaffen sollten. Dieses Ding zerfetzt anscheinend die Kleidung, wenn es dich übernimmt. Windows hat zerrissene Unterhosen gefunden. Leider ohne Namensschild. Keine Ahnung, wem die gehören. Wir sind müde. Und ich kann nichts machen. Nur warten. 20 Jahre ist es her, dass das Ding aus einer anderen Welt in dem gleichnamigen Carpenter-Film eine amerikanische Forschungsstation in der Antarktis heimsuchte. In Vivendis Videospiel-Fortsetzung des kultigen Horrorstreifens machen sie sich nun mit dem Army-Captain Blake auf die Suche nach Überlebenden. Doch sie finden lediglich einen zerstörten Stützpunkt, jede Menge Leichen und das Ding. Dann helfe ich Ihnen pronto. Aber ich transportiere keine Leichen ab. Zunächst sind sie mit einem Marine, einem Sanitäter und einem Techniker unterwegs, wobei sich ihrem Team im Laufe des Spiels Mitglieder eines zweiten Einsatztrupps anschließen. Die Kameraden agieren und verteidigen sich selbstständig, folgen aber sonst ihren Befehlen. Allerdings nagen die permanenten Kämpfe mit teils riesigen Außerirdischen nicht nur an ihrem Nervenkostüm, sondern auch an dem ihrer Mitstreiter. Diese werden schnell von Angst und Misstrauen geplagt und neigen dazu, sich gegen sie zu stellen. Um das Vertrauen ihrer Verbündeten zu erhalten, hilft es, sie regelmäßig mit Waffen und Munition auszustatten. Okay. Während sie sich mit Pistole, Gewehr und Schrotflinte problemlos die kleineren Aliens vom Leib halten können, kommen sie den größeren nur mit einem Flammenwerfer bei. Der außerirdische Organismus befällt zudem einen Soldaten nach dem anderen und imitiert dann dessen Verhalten. Wer das Ding tatsächlich in sich trägt, kann letztlich nur ein Bluttest zeigen. Das recht actionreiche Gameplay wird durch kleinere Rätsel und Aufgaben aufgelockert. Der Vivendi-Titel lebt aber ganz klar von der unglaublich beklemmenden Atmosphäre. Die Szenarien sind schaurig schön gestaltet und die Soundkulisse ist einfach erstklassig. Dazu kommt eine tolle Sprachausgabe und ein taffer Hauptcharakter. Was kann das sein, Captain? Keine Ahnung, scheißegal. Sieht nach einem UFO aus. Das Scheißding ist mir unheimlich. Ja, ja. Wir sind nicht allein im Universum, bla bla bla. Schaut rein und weiter geht's. Hi there. I hope you're ready for hockey, hockey and more hockey. Yeah, because if you're expecting to see volleyball, you're gonna be really confused. Hartes Eis, ein harter Puck, harte Männer. Eishockey ist sicher nichts für Weichlinge, aber zartbeseitete Fans des schnellsten Mannschaftssports der Welt können wenigstens auf der PlayStation 2 ihrer Leidenschaft frönen. Seit Jahren eignet sich dazu am besten die NHL-Serie von Electronic Arts.
Die neueste Version steht ihren Vorgängern in nichts nach. Sie verbessert das bewährte Spielkonzept sogar noch. So steuern sie diesmal nicht nur den Spieler, sondern sogar dessen Eishockeyschläger. Mit dem legen sie dann spektakuläre Tricks und Täuschungsmanöver hin, die den härtesten Verteidiger alt aussehen lassen. Wenn sie dieses Feature ausgiebig einsetzen, füllt sich der neue Gamebreaker-Balken. Auch Tore und andere gute Spielzüge lassen diese Anzeige in die Höhe schnellen. Ist der Balken voll, greifen ihre Sportler ganz besonders tief in die Trickkiste. Das Spiel geht in den sogenannten Bullet-Time-Modus über. Die Kamera konzentriert sich dann nur noch auf den Angreifer und Torwart und verfolgt den Schuss in Zeitlupe. Motivierend und spaßig ist das Ganze nicht nur für Eishockey-Fans. Diese werden aber besonderen Spaß am neuen Franchise-Modus haben. Hier können sie ein Team über längere Zeit aufbauen und zu diversen Meisterschaften führen. Meisterlich ist auch die Gesamtleistung des Entwicklerteams von EA Sports. NHL 2003 braucht sich hinter dem hervorragenden Vorgänger sicher nicht zu verstecken. Hierbei handelt es sich um keinen weiteren Beitrag aus der Serie Die verrücktesten Polizeivideos der Welt. Auch wenn Need for Speed nicht weniger spektakulär ist. Die Rennspielserie von Electronic Arts glänzt bei ihrem PS2-Debüt mit eleganten Originalschlitten und einer erstklassigen Streckenoptik. Viele Details und Animationen am Wegesrand, gepaart mit tollen Effekten, machen die Hatz über 30 ellenlange Kurse fast schon zu einem beschaulichen Wochenendausflug. Wären da nicht diese lästigen Uniformierten? Sie sind festgenommen. In zwei verschiedenen Spielvarianten können Sie Flitzer von Porsche bis Ferrari auf Herz und Nieren prüfen. Im Modus Hot Pursuit tauchen sie in spannende Verfolgungsjagden ein. Sie dürfen dabei zwischen einem flüchtenden Kriminellen und einem Polizisten wählen, in dessen Haut sie die Kontrahenten ausbremsen und sie zum Stehen bringen müssen. Beim Superrennen wagen sie sich dagegen entweder an eine komplette Rennmeisterschaft oder versuchen sich an bestimmten Herausforderungen. Wer hier unter Beweis stellt, dass er wahrlich Benzin im Blut hat, kann sich bald über zusätzliche Autos und Strecken freuen. Das tolle Fahrzeugdesign wird durch ein gutes Schadensmodell komplettiert, das fanatische Autofans angesichts der exklusiven Boliden an den Rand des Zusammenbruchs führen könnte. Leider ist es mit dem Speed bei Hot Pursuit 2 nicht weit her. Da das Spiel nur mit 25 Bildern pro Sekunde läuft, lässt das Geschwindigkeitsgefühl zu wünschen übrig. Die vielen Spielmodi und die tolle Steuerung lassen diesen einen Makel des Arcade-Racers aber schnell vergessen. Besaßen die Völker der Gnome, Trolle, Elfen und Nymphen jeweils ein eigenes, wunderschönes Land. Doch dann brach die Plage über sie herein und verwandelte ihre Länder in abscheulich verzerrte Spiegelbilder ihrer einstigen Pracht. Zwei tapfere Märchengestalten machen sich allerdings auf, die Plage auszurotten. Der Trollzauberer Karrok und das geflügelte Einhorn Prism. Auf diesem Ritt steuern sie Ross und Reiter gleichzeitig. Der rechte Analogstick ist für den Zauberstab von Karrok zuständig, der linke für den Galopp von Prism. Um das zu beherrschen, bedarf es doch einer gewissen Eingewöhnungszeit. Zum Glück können sie sich in einem Tutorial mit der komplexen Steuerung vertraut machen. Im Lauf des Spiels geht es dann durch vier düstere Fantasy-Welten voller mutierter Elfen, Gnome und Nymphen. Diese sollen sie mit dem Zauberstab in ihre ursprüngliche Gestalt zurückverwandeln.
alte Meer. Die unspektakulären Texturen, Clipping-Fehler und die Pop-Ups laden nicht gerade zum Verweilen ein. Wer allerdings trotz allem durchhält, wird eine ganze Zeit lang seinen Spaß mit Prism und Kerrog haben. Die Levels sind groß und die Kämpfe erfordern taktisches Vorgehen. Fantasy-Fans, die sich von dem extrem hohen Schwierigkeitsgrad nicht abschrecken lassen, sollten auf jeden Fall mal einen Proberitt auf dem geflügelten Einhorn wagen. VIP mit Hauptdarstellerin Pamela Anderson ist sicherlich eine der schlechtesten Actionserien, die die Fernsehwelt je gesehen hat. Ubisoft hatte es also nicht sehr schwer, eine 1:1 Konvertierung hinzubekommen und die auffällig gestellten Kampfszenen auf die Konsole zu bannen. Sie laufen durch eine Tiefgarage und treffen auf einen Bösewicht. Der weibliche Leibwächter von heute greift da natürlich nicht zu Schlagstock oder K.O.-Gas, sondern zum Analogstick. Schon friert die Szene ein und sie können gemütlich genau jene kreisenden Bewegungen nachmachen, die ihnen das Spiel vorgibt. Haben sie diese wenig anspruchsvolle Aufgabe erledigt, wird ihr Bodyguard quasi allein mit dem Angreifer fertig und sie bekommen allenfalls eine Sehnenscheidenentzündung. Verwöhnte Action-Fans würden in Anbetracht dieser spielerischen Raffinesse vielleicht schon jetzt zur Waffe, sprich zum Hammer greifen, um dem Gameplay-Leiden ein Ende zu machen. Genau das dachte sich wohl auch der Entwickler und hat dem Spiel noch ein paar putzige Feuergefechte spendiert. Hier gilt es, man höre und staune, ein Fadenkreuz exakt auf den bereits markierten Gegnern zu platzieren. Würde man dabei nicht auf Menschen schießen, könnte man das Spiel glatt einem Dreijährigen vorsetzen. Aber selbst der würde sich angesichts dieser Ruckelorgie wohl lieber wieder den Teletubbies widmen. Pam-Fans werden dagegen viel Zeit mit den Ladebildern verbringen. Ich möchte dir den Rest der Familie vorstellen. Der andere Fahrer des Teams. Dein Kollegen. Er ist noch ziemlich jung, hat wenig Erfahrung, aber ich sag dir, er kann wirklich fahren. In Codemasters DTM Race Driver findet man alles, was einen Rennspielknüller ausmacht. Knallharte Kopf-an-Kopf-Action, eine spannende Story, die Originalschauplätze der bekanntesten Rennserien, einen großen Fuhrpark und letztendlich noch eine authentische, geniale Fahrphysik. Wie viel Wert die Entwickler auf Realitätsnähe gelegt haben, zeigt sich darin, dass sie ihren Wagen optimal auf die Strecke einstellen müssen, um eine Chance auf das Siegertreppchen zu haben. Zum Glück gibt ihnen ihr Chefmechaniker vor jedem Rennen Tipps, wie sie ihren Boliden abstimmen sollten. Für Vancouver empfehle ich ein typisches Straßensetup. Das heißt jede Menge Bodenhaftung und kurze Übersetzung. So hast du optimalen Grip und kannst gut beschleunigen. Verändern Sie hauptsächlich die Getriebeübersetzung und den Andruck, um das Letzte aus Ihrem Wagen herauszuholen. Vollgas bringt Ihnen beim Start rein gar nichts. Besonders mit stark motorisierten Wagen bleiben Sie nahezu auf der Stelle stehen. Versuchen Sie stattdessen dosiert Gas zu geben, damit die Räder Ihres Vehikels noch Grip haben und nicht durchdrehen. Trainieren Sie Starts am besten bei Duellen mit anderen Fahrern. Hier treten Sie und Ihr Gegner immer mit den gleichen Wagen an. Einen gelungenen Start erkennen Sie daran, dass Sie genauso schnell wie Ihr Gegner beschleunigen. Vorab sollten Sie wissen, dass Sie kaum lenken können, während Sie auf der Bremse stehen. Bremsen Sie deswegen immer bereits vor und nicht in den Kurven. Orientieren Sie sich an der eingeblendeten Karte, um zu wissen, wie eng und lang die nächste Kurve ist. Gehen Sie dann in den Kurven sehr vorsichtig mit dem Gas um, da einige, vor allem stärkere Wagen, dazu neigen, mit dem Heck auszubrechen. Wenn Sie mit dem Analogstick bremsen und beschleunigen, können Sie das Gas wunderbar dosieren. Zum Ende der Kurve hin beschleunigen Sie wieder vorsichtig.
Ihre Gegner sind auf einer unbekannten Strecke die beste Orientierungshilfe. Sie müssen nur auf deren Anbremspunkte achten und können ihre Geschwindigkeit in den Kurven nach ihnen richten. In sehr engen Kurven und bei 180 Grad Kehren benutzen Sie dann lieber die Handbremse. Da der Umgang damit sehr schwer ist, sollten Sie zuerst ein paar Trockenübungen machen. Enge Kurven bieten sich zum Überholen an, denn da Ihre Gegner Weicheier sind, bremsen Sie immer zu früh. Warten Sie einfach einen Augenblick länger und legen Sie dann eine Vollbremsung hin. Versuchen Sie zudem stets auf der Innenseite einer Kurve zu überholen. Wenn Sie zu schnell in die Kurve gegangen sind, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kontrahenten als Bande zu benutzen. Duelle können Sie auch schnell für sich entscheiden, indem Sie Ihren Gegner einfach ausschalten. Rammen Sie ihn vor einer Kurve ins Heck oder bringen Sie ihn zum Schleudern. So entscheiden Sie jedes Duell für sich und können Ihre Garage in kürzester Zeit mit gewonnenen Flitzern füllen. Häufig können Sie eine Schikane oder eine Doppelkurve umgehen, indem Sie die Strecke verlassen und durchs Grün brettern. Mit langsamen, leistungsschwachen Fahrzeugen lohnt sich das so gut wie nie. Am Steuer eines PS-Monsters hingegen können Sie auf diese Weise einige Sekunden einsparen und beispielsweise in langsamen, engen Kurven sogar gegnerische Fahrzeuge überholen. Beachten Sie dabei aber auch die Beschaffenheit des Untergrunds, denn Ihr Wagen reagiert auf Gras, Kies und Sand unterschiedlich. Fußballfans zählen schon die Tage, bis der Nachfolger der Videospielreferenz Pro Evolution Soccer in den Läden steht. Die uns zugesandte Vorabversion hat deutlich gemacht, dass Konami einmal mehr klotzt als kleckert. Vor allem spielerisch wurde der ohnehin fantastische Vorgänger weiter verbessert. Das Spiel läuft jetzt noch flüssiger und schneller. Slowdowns wie in der japanischen Version brauchen deutsche PS2-Kicker nicht zu befürchten. Auch an der Optionsvielfalt hat Konami gearbeitet. So ist es bei Pro Evolution Soccer 2 möglich, sich im Meisterliga-Modus Spieler von anderen Teams zu leihen. Wetterbedingungen und Austragungsort der Spiele ergeben sich auf Wunsch zufällig, während sie die Verfassung ihrer Mannschaft schon vor dem Spiel festlegen können. Damit lassen sich bei Zweispielerduellen Leistungsunterschiede zumindest teilweise ausgleichen. Zahlreiche Rennspiele haben gezeigt, was man mit Motorrädern und Schneemobilen alles anstellen kann. Dass auch Quadrennen nicht gerade langweilig sind, beweist Acclaim mit der Fortsetzung von ATV Quad Power Racing. In dem Titel gilt es nämlich nicht nur durch gewagte Stunts auf sich aufmerksam zu machen, in den engen Kopf-an-Kopf-Rennen brauchen sie auch eine Menge Durchsetzungsvermögen und zwei gesunde Arme und Beine. Acclaim lässt ihnen die Wahl zwischen 10 bekannten Szenegrößen und 10 Fantasiefahrern. Auf mehreren riesigen Strecken in verschiedenen Erdteilen können sie dann Spuren in teils unberührten Schnee- und Sandlandschaften hinterlassen. Die Licht- und Wettereffekte machen schon jetzt einen tollen Eindruck. Und die Fahrphysik soll laut Hersteller ungeheuer realistisch sein. Spaßig wird die Arcade-Raserei auf jeden Fall. Im Sega-Titel Shinobi metzeln sie sich im Stil eines Dante durch kampfstarke Ninja und fantastische Monsterhorden. Das Spiel versetzt sie dazu in das Tokio der Gegenwart, das nach einem Erdbeben im Chaos zu versinken droht. Um hier als Einzelkämpfer bestehen zu können, kommt es auf den geschickten Einsatz verschiedener Special Moves an. Diese ermöglichen beispielsweise Spaziergänge an der Wand sowie gewaltige Sprünge und Schläge. Der rote Kaschmirschal dient dabei wohl lediglich der Eitelkeit des Helden.
Außerdem verfügen sie über hilfreiche Ninja-Reflexe, durch die sie sich blitzschnell um Angreifer herumbewegen und deren Attacken zuvorkommen können. Die Bösewichte erledigen sie dann mit Wurfeisen und einem magischen Schwert, das seine Kraft aus dem Blut besiegter Feinde gewinnt. Wir wissen nicht, was Pac-Man an diesen kleinen, runden Kugeln so lecker findet. Die Jagd danach scheint ihn allerdings zu beflügeln. Für sein PS2-Debüt hat Sony den gelben Vielfraß mit Armen und Beinen ausgestattet und lässt ihn auf 18 quietschbunte 3D-Welten los. Dort muss sich Pac-Man kletternd, hangelnd, springend und rennend auf die Suche nach 5 goldenen Früchten machen, die von bösen Geistern geklaut wurden. Die Cartoon-Monster scheinen kugelrunde Videospielhelden allerdings nicht leiden zu können. Im Lauf des Spiels warten aber nicht nur Kämpfe mit Riesenbären und Monstermaschinen auf sie. Vielmehr müssen sie in späteren Levels unter anderem ihre Fähigkeiten als U-Boot-Fahrer und Inline-Skater unter Beweis stellen, während wieder andere Szenarien stark an den zweidimensionalen Pac-Man-Kult erinnern. The same procedure as every year. Wie jedes Jahr schickt EA auch 2003 seine Football-Profis aufs PS2-Feld und sorgt bei den Fans mit Madden NFL 2003 einmal mehr für große Zufriedenheit. Neben den bewährten Spielvarianten spendiert der Publisher erstmals auch einen Minicamp-Modus. Hier müssen sie in verschiedenen NFL-Städten eine andere Fähigkeit unter Beweis stellen, bis sie auf jeder Feldposition ein echter Profi sind und alle begehrten Madden-Cards errungen haben. Grafisch wurde der Titel erneut ein wenig überarbeitet. Gleiches gilt für die Animationen der Spieler. Darüber hinaus dürfen sich Football-Anhänger über neue Zwischensequenzen von Cheerleadern oder der Teambank freuen. Die englischen Audiokommentare sind abwechslungsreicher und passen noch besser zum Spielgeschehen als bisher. Ein umfangreicherer Franchise-Modus mit neuen Transferoptionen, ein etwas präziseres Passsystem und ein dynamischerer Spielverlauf runden die erstklassige Fortsetzung ab. Was erwartet uns eigentlich im nächsten Jahr? Wer glaubt, dass sich Ninjas nur mit Handkantenschlägen, Tritten und Wurfsternen zur Wehr setzen, der hat sich getäuscht. In Ninja Assault bedienen sich die Angreifer neben Pfeilen und Schwertern auch moderner Kampfroboter, dummerweise um ihnen den Garaus zu machen. Um die Verhältnisse zurechtzurücken, drückt ihnen Namco eine Schnellfeuerwaffe in die Hand und schon kann die Ninja-Jagd losgehen. Das Spiel läuft sehr flüssig, hat einige nette Effekte zu bieten und beansprucht vor allem eines, den Abzug an der Lightgun. Sehr innovativ ist der Titel nämlich nicht und über die matschigen Texturen der Waldstädte wollen wir uns gar nicht erst auslassen. Auch die Gegner machen nicht unbedingt einen furchteinflößenden Eindruck und die gewöhnlichen Endbosskämpfe kennt man ja zuhauf. Ninja Assault dürfte niemanden wirklich vom Hocker reißen. Fahrradfahren ist sicherlich gut für die Fitness, kann bei Zweckentfremdung des Zweirades allerdings auch zu bösen Stürzen führen. In Matt Hoffmans Pro BMX 2 werden Sie bei waghalsigen Sprüngen, Grinds und Stunts nicht um diese Erfahrung herumkommen. Die sensible Steuerung verzeiht nämlich nicht den geringsten Fehler und lässt die coolen BMX-Profis schnell mal auf der Nase landen. Wie von Activisions Trendsport-Titeln gewohnt,
glänzt das Spiel durch einen motivierenden Karrieremodus, einen Parkeditor, verschiedene Profisportler und zahlreiche originelle Umgebungen. Dennoch läuft die Trickjagd weder so flüssig noch so spritzig wie bei vergleichbaren Trendsportknüllern. Dem tollen Soundtrack steht außerdem eine recht lieblose Optik gegenüber. BMX-Fans werden mit dem Titel dennoch ihre Freude haben und die lustigen Multiplayer-Spielchen lassen die Mängel relativ schnell vergessen. Matt Hoffmans Pro BMX 2 ist zwar nicht gerade das Gelbe vom Ei, gegen Midways BMX-Spiel glänzt es allerdings wie Gold. Gravity Gamespike Street World Dirt hat zunächst mal einen ziemlich sperrigen Titel, der aber wenigstens einfach erklärt ist. Ziel des Karrieremodus ist es, am Extremsportfestival Gravity Games teilzunehmen. Dabei geht es durch Straßen, über vertikale Rampen und durch den Dreck. Beim Gameplay erwartet Trendsportfans das Übliche, nur wesentlich schlechter. Die Umgebungen sind nicht sehr schön und Gelegenheiten für Tricks muss man manchmal mit der Lupe suchen. Darüber hinaus ist es alles andere als leicht, Kunststückchen mit dem Bike abzuziehen. Die Steuerung ist so träge, dass die meisten Sprünge unspektakulär ganz ohne Trick enden oder mit einem Sturz. Im August spülte es ein Surfspiel in die Redaktionsräume, das auf den ersten Blick einen gar nicht so schlechten Eindruck machte. Transworld Surf von Infogram. Mit einem von 13 lizenzierten Profis können sie sich in dem Titel an 11 Stränden als gewiefter Wellenreiter beweisen. Abgefahrene Sprünge, Grinds auf dem Wellenkamm und schnelle Wendemanöver garantieren dabei für spaßige Trips im salzigen Nass. Obwohl die Animationen der Surfer ganz ordentlich sind und das Wasser recht plastisch wirkt, wird das Surfvergnügen von kleineren Mängeln getrübt. Die Wellen sehen beispielsweise alle ziemlich gleich aus und es gibt lediglich eine Kameraperspektive, die nicht immer die nötige Übersicht gewährt. Zudem lässt sich mit einem Surfbrett nun mal nicht ganz so viel anstellen wie mit einem Skateboard. Transworld Surf gehört aber ganz klar zu den besseren Surftiteln für die PS2. Comic-Fahrzeuge, Comic-Umgebungen und Comic-Effekte. Entwickler Davilex scheint nicht viel von Realismus zu halten. In dem Rennspiel USA Raser heizen sie quer durch die Vereinigten Staaten und versuchen neben den rempelnden Kollegen auch die Polizei abzuhängen. Diese kann es nämlich gar nicht leiden, wenn man mit Cadillac, Pickup oder Taxi jegliche Verkehrsregeln missachtet oder wenn man die Gesetzeshüter einfach Huckepack nimmt. In puncto Spielkonzept haben sich die Entwickler leider überhaupt nichts Neues einfallen lassen. Sie benutzen Abkürzungen, sammeln Extras wie Turbo oder Geld ein und springen ab und zu über Rampen. Die Boliden fahren sich dabei extrem schwammig. Letztlich macht die Grafik das Fiasko perfekt. Für das Schadensmodell stand wahrscheinlich ein zerbeultes Spielzeugautomodell. Und durch das quietschbunte Streckendesign fühlen sie sich nicht wie ein knallharter USA-Raser, sondern schon eher wie der Chauffeur in der Barbie-Traumwelt. Tausend waren gekommen und hatten eine Menge Spaß. Medienvertreter, Händler und Verbraucher konnten bei der Games Convention 2002 4 Tage lang in die Welt der interaktiven Spiele eintauchen.
Namhafte Hersteller präsentierten mit reichlich Gedöns Vorabversionen kommender Hits, während die deutsche Prominenz das Bad in der Menge suchte. Hallo. Die erste deutsche Messe für Computer und Videospiele bot neben Show und Fun aber auch eine Plattform für zahlreiche Events. So fand beispielsweise das Finale der Pro Evolution Soccer Meisterschaft in den Leipziger Messehallen statt. Die Gäste wurden also bestens unterhalten. Die 166 Aussteller aus insgesamt 11 Ländern waren rundum zufrieden und die Games Convention 2002 somit ein voller Erfolg. Colin McRae Rally ist für viele Spieler bereits zum Inbegriff perfekt umgesetzten Rally-Vergnügens geworden. Weltweit gingen mehr als 4,5 Millionen Exemplare der ersten beiden Titel über die Theken der Softwarehändler, ein Großteil davon für die PS1. Besitzer von Sonys jüngster Konsole kommen ebenfalls bald in den Genuss der äußerst realistischen Sekundenjagd, diesmal aber in der Haut von Colin McRae persönlich. In dem neuen Karrieremodus schlüpfen sie für 3 Jahre in Collins Overall. Mit ihrem Beifahrer Nicky Grist fahren sie für das Ford Rally Team und müssen auf Schotter-, Teer- und Schneekursen ihr Können unter Beweis stellen. Das Entwicklerteam ist für das vielseitige Streckendesign um die halbe Welt gereist und hat Video- und Fotoaufzeichnungen gemacht. Im Gegensatz zur Genre-Konkurrenz bleibt Codemasters allerdings seinen alten Gewohnheiten treu und verzichtet einmal mehr auf eine Lizenz. Wie bei allen Titeln der Colin-Serie basieren die Kurse auf den Originalschauplätzen der World Rally Championship, wobei wir das genaue Streckendesign selbst kreiert haben. Das hat uns die Freiheit gegeben, zu entscheiden, wie sich der Titel spielt und wie spielbar die einzelnen Etappen sind. Das Ergebnis sind anspruchsvolle Pisten, die dem PS2-Raser einiges abverlangen. In welchem Maße der Schwierigkeitsgrad im Karrieremodus steigt, hängt letztlich von Ihren Rennleistungen ab. Und haben Sie mit Collins Ford Focus bereits jede Herausforderung gemeistert, warten beim Quick Race zahlreiche aktuelle und klassische Rallye-Mobile darauf, mit Ihnen durch den Staub zu pflügen. Viel wichtiger als Arcade-Raserei war den Entwicklern aber, dass das Flair des Sports möglichst authentisch auf die PS2 übertragen wird. Ich glaube, dass sich die Erwartungen der Rallye-begeisterten Spieler geändert haben. Sie wollen nicht mehr nur ein besseres Rennspiel, sondern sie wollen selbst dabei sein. Und genau das versuchen wir mit Colin McRae Rally 3 umzusetzen. Man soll sich so fühlen, als wäre man ein Teil eines echten Rallye-Events. Aus diesem Grund haben wir auch die vielen Animationssequenzen eingebaut, in denen man beispielsweise die Mechaniker am Auto basteln sieht. Diese und andere Dinge gehören einfach dazu. Der Spieler wird zu einem Teil des Ganzen, genau wie Colin. Im Vergleich zu den Vorgängern ist Colin McRae Rally 3 natürlich um einiges detailreicher. So bestehen die Fahrzeuge jetzt beispielsweise aus 20 mal so vielen Polygonen. Zudem sehen die spiegelnden Oberflächen und die Schlammspritzer auf den Fahrzeugen schon jetzt genauso fantastisch aus wie die Regentropfen auf der Windschutzscheibe. Darüber hinaus verfügen die Boliden über ein realistisches und optisch gelungenes Schadensmodell, das sich auch auf das Fahrverhalten auswirkt. Mit Colin McRae Rally 3 wollten wir die Latte diesmal noch ein ganzes Stück höher legen und das Rallye-Genre auf die nächste Ebene hieven. Ich hoffe, der dritte Teil ist eine würdige Fortsetzung der erfolgreichen Serie. Eine würdige Fortsetzung wird der Titel ganz bestimmt. Wir halten schon mal den Hitstempel bereit. The enemy has returned, and from his dark tower in Mordor, he seeks the ring. We must take the ring.
and destroy it. But who can bear to carry the ring? The powerful become as great a threat as Sauron. The weak would be destroyed. Who can survive the ring? I will take the ring, though I do not know the way. As fans ourselves, we really wanted to create the kind of game that we would want to play. First and foremost, I looked for people who are Tolkien fans. They have hired people that have a very deep love of the Tolkien works and are very knowledgeable about the unique qualities that make Tolkien so special. There was a style guide that was established for the creation of all the games that will be done for Vivendi Universal. It's been invaluable to us in actually making sure that we capture the flavor and the charm and the authenticity of the Lord of the Rings books. It's 336 pages, it's 92 environments, 44 item images. That kind of integrity is just going to make it extraordinary. Some of the opportunities I think the game players are going to find in playing our game is the opportunity to explore portions of the novels that never made it to the screen. Everybody's favorite character, Tom Bombadil, who is one of the most misunderstood characters that Tolkien ever created in his legends, and we've never ever seen him. One of the things that we wanted to attack in this game is giving the player an opportunity to experience Tolkien's world from more than just one perspective. It's a wide open action adventure game where you get to take the role of a wizard, of a ranger, of a hobbit. That triple gameplay is really going to add a lot of volume and depth to the way players experience the Tolkien world. When you look at the depth of gameplay, we are very loyal to the books, and we feel we really captured the spirit of what the original books were all about. It's actually a real direct inroad right into the book itself. The Fellowship of the Ring game is full of little surprises for Tolkien fans. We try to weave in aspects of the book that people might not expect to come out in gameplay. For gamers, it's heaven to be able to wander off. You know, they didn't go down that stairway, they went this way in the story, but we can go wherever we want. Millions and millions of people are now going to enjoy the story in a brand new way. Being able to bring our vision with such a talented group of people to life has really been sort of like a lifelong dream. We've never forgotten that at the core, this game has to be fun to play. Universal Interactive proudly presents an epic adventure based on the literary works of J.R.R. Tolkien. The Fellowship of the Ring. Middle-earth stands upon the brink of destruction. You will unite or you will fall.
Mask and the Ventriloquist are in the middle of a gang war near Gazette Square. It looks like Black Mask has gotten the upper hand and has taken control of the surrounding area. I'm afraid it's worse than that. Somehow these clowns got a hold of some pretty high-tech weaponry. Military-grade stuff. What happened to Commissioner Gordon? It's as if he's vanished from the face of the Earth. I'll find the commissioner. Don't worry. I'm on my way to Arkham Asylum. I'm going to get your father. You'd better. Hello, darling. So glad you could make it. I know you weren't behind all this, Joker. What? You don't think I could have pulled all this off? Releasing Killer Croc? Here I come, Doc. It's lunchtime for Croc. Giving Poison Ivy a houseplant? Hello, Batman. I've been wondering when you'd show up. Allowing Mr. Freeze access to water? Greetings, Batman. Welcome to my domain. Kidnapping Commissioner Gordon? Pshaw! Child's play! I could do it every day of the week before breakfast. Playtime! Show me how brilliant you are. Tell me why he's doing it. Oh, you know who's behind this already, don't you? No more games. Where is he? Killjoy! Hi, wir sind hier in München im Killians Pub, wo das letzte Vorbereitungsturnier zur Pro Evolution Soccer Meisterschaft stattfindet. Und ich spiele mit und werde euch ein bisschen durch die ganze Veranstaltung führen. Sprach Wolfgang und hatte bereits Minuten später den Controller in der Hand. Der Pro Evolution Jünger traf Mitte August auf 31 mindestens ebenso fanatische Fußballfans, von denen jeder nur eines wollte: zum Finale nach Leipzig. Bei der Vorausscheidung ging es dann auch zu wie bei einer echten Weltmeisterschaft. In 8 Gruppen zu je 4 Teams kämpfte man zunächst um den Einzug ins Achtelfinale. Spätestens dort lagen die Nerven dann blank. Ob fragliche Schiedsrichterentscheidungen oder Elfmeterschießen, man tobte am Spielfeldrand. Oder freute sich insgeheim über gelungene Konter. Abgesehen davon, dass mehr als die Hälfte der teilnehmenden Spieler das Team Holland wählten, verbreitete das Turnier WM-Feeling pur. Auch Wolfgang entschied sich für die Europäer im orangenen Trikot, die ihm allerdings kein Glück brachten. In einer gut besetzten Gruppe schied er vorzeitig aus. Schirmherr Konami war im Endeffekt vollends zufrieden.
Für die auf der Fanseite von Pro Evolution Soccer ausgeschriebene Vorausscheidung begeisterten sich wesentlich mehr PS2-Fußballer, als man zuvor angenommen hatte. Das Niveau war entsprechend hoch. Oh, sehr. Es war ein interessantes Turnier hier in München gewesen. War viel Spannung dabei, Elfmeterschießen, Verlängerung, alles geboten. Und auch das Finale, also eines der torreichsten, was wir bisher hatten. Das Turnier in München und das Finale bei der Games Convention haben letztendlich übrigens keine Holländer, sondern die Fußballer aus Tschechien gewonnen. Ganz klar, dass Wolfgang am Ende vom Finalsieger wissen wollte, wo die Vorteile der Siegermannschaft liegen. Ja, ich finde, Tschechien hat eigentlich eine super Mannschaft zusammen. Vor allem die Stammspieler, der Smica, dann der Rosicki, super Spielmacher. Und halt hinten sind sie kopfballstark. Und wenn der Flanke nach vorne geschlagen wird, macht der Koller eigentlich fast jedes Ding rein. Natürlich ist eine Mannschaft auch bei Pro Evolution Soccer nur so gut wie der Spieler mit dem Pad in der Hand. Da der Titel in puncto Realitätsnähe aber eine Klasse für sich ist, sollte man die tschechische Nationalelf bei der nächsten EM vielleicht doch auf der Rechnung haben.